Rennen Nummer 14. Herzlich willkommen zurück zu F1 2020 mit dem nächsten Rennwochenende aus Belgien. Und ich hoffe diesmal, dass das Spiel nicht abstürzt, weil das ist nämlich gerade eben abgestürzt. Und ja, ich hoffe, dass das jetzt alles gut funktioniert. Hoffentlich hat er die letzte Aktivität nicht gespeichert. Aber scheinbar wird es wahrscheinlich gleich direkt ins Rennwochenende gehen. So, wir dann gleich im Hauptquartier. Ne, wir dann direkt im freien Training. Okay, schade. Ich hatte gedacht, okay, wir kriegen ein bisschen im Hauptquartier, aber scheinbar nicht. Und damit, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen aus Belgien, aus Spa-Francorchamps mit dem nächsten Rennwochenende. Da hat sich das Spiel leider verabschiedet. Wie gesagt, da fehlt nämlich einiges. Wir hatten Interviews und alles, aber das scheinbar irgendwie war das dann nicht der Fall. Na gut, dann halt nicht. Ich werde dafür sagen, fürs komplette Rennen qualifying im Regen. Okay, teilweise Regen zumindest. Und das Rennen dann nur Gott sei Dank trocken. Okay, wir müssen also relativ früh unsere Trainingsrunden drehen. Ja, schau mal, alles soweit. Ganz gut. Guck mal, was wir da. Wir haben ja ein bisschen Punkte. Du wäre, würde ich so investieren. Okay, dann machen wir das doch so. Dann haben wir da mal den neuen Teil für den Verbrennungsmotor rein. Also, dass sich der Motor irgendwann mal hochgeht. Wir sind immer noch ziemlich weit unten. Also müssen wir einen Schritt nach vorne machen. Ja, gehen wir rein. Trotzdem ins erste freie Training. Liebe Leute, hier in Belgien. So, okay. Ich hoffe, dass ich das Setup drin habe. Ich denke, das wird da gespeichert haben. Ja. Token Setup, Belgien. Und dann fahren wir mal auf die Strecke, liebe Leute. Don't push the car just yet. Track is still green. Try and take it easy for the first couple of laps. So, dann gehen wir mal raus. Mit einer der längsten Strecken, von einer der kürzesten auf die eine der längsten. Letzte Woche Platz 7 in Ungarn. Er war leider nicht drin. Bis zum Boxenstopp sah es gut aus, dass wir einmal ein bisschen was noch holen können. Aber dann am Ende eher nicht der Fall. Na gut, schauen wir mal. Und heute Abend geht es weiter mit dem nächsten Grand Prix aus Großbritannien. Hier auf meinem Kanal als Livestream um 20 Uhr rum. Und da wollen wir da direkt die nächste Punkte-Serie holen, die nächsten Punkte holen. Bin jetzt bis auf das Kanada-Rennen seit Spanien voller Punkte. Und das Kanada habe ich mich nicht weg. Wurde ich ja weggeschossen, mehr oder weniger. Leider ist es dann nur Platz 9 im letzten Rennen geworden. Die Strafe wurde leider nicht annulliert, das ist schade. Ja, das ist schade. Das wäre nämlich, wenn diese Strafe annulliert gewesen wäre, wäre es Platz 8 gewesen. Da war der Abstand mal zu knapp. Aber schauen wir mal, egal. So, jetzt geht es auf jeden Fall Richtung letzte Schikane hier. Und ich mag diese Strecke in Belgien hier. Sie gehört tatsächlich wieder zu meiner liebsten Strecke, weil eigentlich gute Ergebnisse da letzten Mal waren. Ich habe hier schon zwei Podien gefeiert. So. Gehen wir mal drauf. Rouge, die erste. Und dann geht's hoch.
Hier. Ach, war gar nicht im Busch. Schlimm. Busch ist jetzt hier, kommt jetzt hier, kommt. Nächste. Schön sauber hier durch. So, schauen wir mal, ob wir hier ein gutes Ergebnis rausholen können. Ein paar Punkte wären schön. Versuchen wir mal hier ein bisschen sauber durch die Kurven zu kommen. Es sind ein paar Ecken, wo ich sage, ja, die sind nicht ganz einfach. Ich glaube, das ist jetzt die nächste, also die übernächste Kurve. Und da ist schon ein Auto auf der Strecke, glaube ich noch. Alpha Tauri, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Auf jeden Fall wird das eine neue Bestzeit werden. Gut, das ist kein Kunststück, wenn wir eben momentan das einzige Auto auf der Strecke sind. Ja, 1,47,4 sagt er uns gerade als Bestzeit. Jetzt haben wir einen Red Bull vor uns. Wir sind noch rausgekommen. Dann wahrscheinlich Albon. Na, leichte Crash, die er gehabt. Hier, das ist diese Kurve, die ich meine. Die ich immer ein bisschen weiter raus zu weit rauskomme. Jetzt haben wir so vernünftig angefahren, jetzt geht's eigentlich. Ja, ich weiß, Belgien ist sehr lang, die frisst halt richtig Sprit. So, jetzt haben wir tatsächlich mal eine beste. Sind wir so durchgekommen und schon haben wir wieder ein bisschen Bestzeit. Sind wieder auf dem Weg der Bestzeit. So, jetzt müssen wir so nur vernünftig durchkriegen. Ein bisschen was verloren. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Wir sind nebenbei gerade. Der Alpha Tauri war Gasly und der vor uns ist Albon. Damit habe ich klar die richtige. So. Ja, ich glaube, der Sprit wird nicht mehr reichen. Das ist so. Ja, ja. We'll save some engine mileage that way. When driving with the position disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Und you know, das ist jetzt ein Mercedes, also stehe ich mir jetzt voll im Weg. Bottas. Ich krieg ja keine drei Runden auf die Ketten.
Eigentlich war die Runde gut, weil die hätte eigentlich uns noch eine gute Zeit gebracht. Queer hat auch noch. Da war ich schon ganz überlegt, ruhig drüber zu ziehen, um links freizulassen, aber er hat es ein bisschen anders gelöst. So, ab in die Garage. Für das zweite Freitraining brauchen wir mindestens 1 Euro mehr Sprit. Gut, ja, dann sind wir eigentlich auch schon soweit durch mit dem freien Training. We'd like to run the acclimatization program if you have a chance before qualifying. It'll give us a good indication of our relative pace and consistency. So, gucken wir mal, aber wir müssen vielleicht mehr. Ja, hier könntest du mal ein bisschen mehr Sprit reinhauen. Also ich fahre jetzt bewusst ein bisschen mehr Benzin jetzt heute. Zumindest fürs freie Training. Und dann sehen wir uns. Ja, warte mal. Morgen wieder. So viel zum Thema. So. Gucken, was die Zeiten zwischendurch sagen. Momentan vorne dabei. Aber es muss doch nichts heißen. Es bleibt bei dieser halben Sekunde vorne, wir sind Erster. Im freien Training, zumindest im Ersten. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richards, Bottas und Lewis Hamilton. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Jo. Los geht's, liebe Leute. Weiter geht's mit dem Training Nummer 2. So, mach ich die Sitzen. So, ja, nee, ist klar. Weiter geht's mit Training Nummer 2. Ich weiß ja, wie dingelig die Gegend. So. Gut, dann gucken wir mal, wie die Benzinmischung aussieht bei meinem Auto. Mal ein bisschen mehr Sprit würde ich gerne mitnehmen, dann kann ich auch die 3 Runden fahren. Ja, 7 Runden, alles gut, passt. Wunderbar, auf die Strecke rausfahren. Let's get a few laps under our belt. Ach gut, ja, löst die Dings sofort. So, ich möchte jetzt gerade, ich halte bald noch den Sprit ein bisschen bei. Gut, passt. Ja, bis zu dem ersten freien Training, liebe Leute. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht erwartet, aber
Es ist gut. Ja, schauen wir mal. Uiuiuiuiuiuiuiui, das war der Kopf. Are you okay? That was a nasty hit. Turn the engine off and wait for the marshals. Upsi. Da war, irgendwie sind die Reifen noch nicht. Krieg ich die Reifen gerade noch nicht auf Temperatur? Da bin ich hier rechts nämlich auf den Curb gekommen und dann sagt das Auto mir, Moment, ich möchte mal kurz rechts abbiegen. Aber ich habe noch kein Gemisch drin, ja. Ich habe Fahrzeug mal auf Mager. So, dann kann ich jetzt mich ein bisschen hochstellen. Und ich habe noch das ERS drauf gespart. Auf geht's. Sorry. Schön sauber hier hoch. Gucken, was er eben hat. Was hat man eben? 47,2 oder so, ne? Nächste Woche geht's nach Italien. Jetzt, wie gesagt, das letzte Europa-Rennen. Jetzt haben wir ja hier noch. Ja, da sind wir durch, ne? Danach geht's schon nach Singapur. Da geht es wirklich auch Russland oder so. Aber das sind dann Gedanken, die wir dann verschwenden, wenn es soweit ist. Aber jetzt ist mal Belgien, liebe Leute. Spa-Francorchamps. Ich mag diese Strecke definitiv und ich will ja auch gewinnen. Unsere erste Pole haben wir noch nicht geholt bisher. Einen Sieg haben wir auf dem Konto in Kanada. Das ist das letzte, fast das letzte Saisondrittel. Das ist jetzt hier Rennen Nummer 14 und dann nochmal. Er fasst das Saisongürtel durch. So, dann geht es hier schon Richtung lange Gerade. Also, mehr oder weniger gerade ist eine Kurve eigentlich. Die Busstop und dann ist durch. Die Runde zumindest. Die erste von unseren dreien. Die wir ja auf diesen langen Strecken regelmäßig fahren. Und dann ist es 47,7. Wir hatten sie eben sogar noch verbessert im ersten freien Training. Wenn da nicht der Spritmangel gewesen wäre. Diesmal haben wir ein bisschen mehr drin. There's four laps of fuel remaining. Wieder eine leichte Querstellung gehabt. Diese Kurve. Und die Bestzeit geht gerade an Lewis Hamilton. Er hat eine. Ah gut, der fährt auf Soft, ne? Ja, die Runde ist sowieso kaputt. Da wollten sich die Mercedes nicht rumlassen und sagen, ey, egal wie, ich hole mir noch mal eine Bestzeit. 45,7 ist der gefahren, also 1,8 Sekunden schneller als wir. Okay.
So, letzte Runde. Und die ist schon kaputt. Da sind wir viel zu weit rausgekommen und haben schon eine halbe Sekunde vorne verloren. Die Runde ist durch. Hamilton vorne. Wir sind momentan nur vor Verstappen. Den kriegen wir auf den gleichen Reifen geholt. Der Hamilton muss eine starke Zeit gefahren sein. Die ist an, wie gesagt, fast 20 Sekunden schneller als wir. Die würden wir wahrscheinlich nicht mehr auf Soft knacken. Die Runde wird sogar ein bisschen schneller als die letzte. Aber wie gesagt, wir sind jetzt eh durch. So. Ab in die Box. Das war's. Auto steht. Sogar besser im ersten Sektor, da sind wir deutlich schneller, aber dann verlieren wir. Wir verlieren es halt wirklich im zweiten Sektor, da haben wir 1,5 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Und da geht es uns der Sektor flöten. Quia hat mittlerweile auch schneller. Ja gut, das sind alles jetzt Soft-Autos, ne? Alles jetzt softbereifte Autos. Klar, dass wir da nicht rankommen. Außer Daniel Quia, der eine Bombenzeit gesetzt hat. Halt 47,5, damit hätte ich auch nicht erwartet, dass er den Bottas da ohne Probleme schlägt. Das auf Medium. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Hamilton, Vettel und Danny Quert. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So, damit war es also mit dem zweiten freien Training. So. Gut. Weiter geht's mit Training Nummer 3. Das ist jetzt auch ins Haus steht. So. Halt. Ich gucke gerade wegen Sprit. Okay, passt. Alles so gut. Fahr mal rein. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. So, dann versuchen wir es jetzt mal eben auf Soft. So, wir nehmen mal das, den ERS ein bisschen raus, damit wir hier sparen können. Und dann geht's los. Unsere nächsten drei Runden.
So. Ja, klar wollen wir das dann gewinnen, aber ja, mal schauen, was drin ist, ne? Im ersten Freitraining sah es gut aus, mit der ersten Testzeit. Aber jetzt müssen wir einen kleinen Sprung nach vorne machen. Ich glaube, nächste Woche gibt es auch ein neues Auto, also neue Farbkombination zumindest. Dann schauen wir mal. So. Mal ein bisschen die Mischung reinsetzen. Und dann geht's los. Mal gucken, was die roten Reifen hier bringen. So, erster Sektor sagt schon mal violett. Aber Grundstück, wenn man noch keiner auf der Strecke ist. Doch da vorne fährt irgendwas. Ich habe jetzt aber nur nicht auf den Blick sehen können, was es für ein Auto ist. Zweiter Sektor jedenfalls violett. Klar, aber der dritte Sektor ist quasi der entspannteste. Weil der geht eigentlich hier noch ein bisschen geradeaus, der passt aber nicht durch. Aber ja. Ein 46,8 die Bestzeit. Würde aber nicht reichen, um die Hamilton-Zeit aus dem zweiten Training zu schlagen. Wieder ein bisschen verkackt. Hey. Das ist genau das, was ich meine. Die blöde, diese Kurve da. Scheiße. Ja, das ist halt das Problem. Wenn man kommt ein bisschen um die Körper, dann ist das Ding, ich sage, ich schon fast fliegen. Ich muss jetzt abkürzen, weil sonst wäre ich erneut fliegen gegangen. Verbessert habe ich mich nicht, weil Zeit ist schlecht. Wieder 200 verloren. Da vorne dürfte wieder ein Alpha Tauri sein. Fuel remaining. Boah, Alter. Fast 800. Gut, die Reifen werden sich besser, wenn nicht besser. Ja, das ist über uns sehr vorne wegfährt. Und schon wieder verloren. Also
Ja, die Kurve kostet uns gerade so ein bisschen die Runden. Aber gut, okay. Die Reifen sind auch nicht mehr die neuesten. Aber wieder so ein... wieder der Fassabflug in der Rouge. Oh, Mick auf 4. Das wird wahrscheinlich nur eine Momentaufnahme sein, aber es gefällt mir, ihn mal da oben zu sehen. Ich krieg den Red Bull, der hinter mir ist, ziemlich gut gehalten. Ich vermute, das ist aber Albon, ist ne? Nicht Verstappen, aber... wieder ein bisschen weg. Jetzt komme ich wieder ein bisschen weg. So, Colton springt jetzt mittlerweile auf 2 im Renault. Und damit sind wir durch. Dass man den Red Bull vorbei ist, ist so Salbon, ja. Fahr noch eine Runde. Ich teste was aus, wie gut ich dem Red Bull folgen könnte. Hier hätte ich ihn knacken können. Wobei ich da ziemlich reingestochen bin. Ich vermute, dass ich ihm gerade den Flügel weg ein bisschen rasiert habe. Dann war es gerade einen Knall gegeben. Ich weiß nicht, wo es war gerade. Ja, da glaube ich vorne links. Ne, vorne rechts müsste es gewesen sein. Gerade drauf. Ja, vorne rechts, genau. Ja, doch, dann habe ich ihn erwischt. War ich doch ein bisschen zu übereifrig und das war mein Fehler. Ja, weiß ich. Ich meine, die Runde ist eh kaputt, aber es ist nur einfach jetzt mal nur, ich fahre noch mal ein bisschen. Der wird sowieso gleich mitfahren in die Box. Ja, klar. Halber Runde ohne Zeit. Und wir sind durch mit unserer Runde. Beziehungsweise mit unserem freien Training. Gut, okay, dann haben wir's. Liebe Leute, dann verabschiede ich mich jetzt schon mal. Weil, jetzt ist eh durch. Gucken wir mal, was nach vorne geht für uns. Oder vorne, ob wir vorne bleiben können. Diesmal ja. Mit der Zeit wären wir sogar langsamer gewesen als Lewis Hamilton. Er hatte mich 46,7 im ersten, im zweiten Freien-Training. Als Bestzeit.
Okay. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Richards, Perez und Lewis Hamilton. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ja, dann haben wir es, liebe Leute. Dann haben wir es definitiv. Verstappen jetzt auf 11 mit Hart. Okay. Aber wir haben es zumindest geschafft. Also der zweite Freitraining haben wir ein bisschen mit Platz 5 verkackt, aber wir sind eigentlich gut dabei. Und ich bin mittlerweile echt guter Dinge, dass wir hier tatsächlich ein sehr gutes Rennergebnis holen könnten. Jo. Mach ich mir jetzt zu schnell beim Drücken. Egal. Ja, Qualifying steht heute, steht morgen an um 14 Uhr dann, wie immer. Und ja, also samstags halt, samstags 14 Uhr steht halt meistens das Qualifying an. Wenn dann alles läuft, so wie das soll. Dauert nur keinen Moment, bis er durch ist mit dem Laden. Gut, ja, das war's und wir sehen uns morgen wieder. Dann um 14 Uhr auf der Strecke. Bis dann. Tschüss.